Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute mal wieder mit einem Thema, was in letzter Zeit sehr oft angefragt wurde. Und zwar habt ihr gefragt, ob ich nicht mal ein Video über das Thema Südkorea drehen kann. Denn Korea wird ja immer beliebter im Moment. Das ist ja wirklich deutlich zu spüren. Und dann dachte ich mir, ich mache das heute einfach mal. Ich wusste aber nur nicht genau, in welcher Form. Deswegen erzähle ich euch heute einfach mal so ein bisschen meine persönlichen Erfahrungen, was so, keine Ahnung, die hauptsächlichen Unterschiede sind zwischen Japan und Korea. Ja, und ich war ja auch selber mal eine Woche in Korea, in Seoul und an der koreanischen Grenze nach Nordkorea. Deswegen, und ich habe auch viele koreanische Leute kennengelernt im Laufe meiner Zeit in Japan, aber auch in Deutschland. Deswegen kann ich vielleicht ein bisschen was dazu sagen. Es ist allerdings natürlich auch alles aus meiner Perspektive. Es gibt auch viele, keine Ahnung, wissenschaftliche Artikel, die Korea mit Japan vergleichen. Es gibt also ganz, ganz viel darüber im Internet auch nachzulesen. Aber ich sage jetzt einfach mal das, was ich so denke. Ich habe nämlich auch so ein paar Blogs mal angeguckt und habe da auch viel gefunden, was ich gar nicht so persönlich so wahrgenommen habe. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, stütze ich mich nicht so auf Sachen, die ich jetzt im Internet lese, sondern einfach auf meine eigene Erfahrung. Und zwar schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr euch neben Japan auch für Südkorea interessiert und ob ihr glaubt, dass Korea, dieser ganze Korea-Hype, eventuell auch mal den Japan-Hype ja einfach überholen könnte, weil im Moment, das merkt ihr wahrscheinlich selber, wird vor allem K-Pop einfach immer beliebter. Immer mehr, vor allem jüngere Leute interessieren sich für südkoreanische Kultur. Früher war ja zum Beispiel, als ich jetzt, keine Ahnung, so 13, 14 war oder so, war von Korea gar nicht so wirklich die Rede. Es war eigentlich immer nur Japan, und zwar einfach durch diese ganzen Animes. Die sind ja einfach weltweit sehr beliebt und jeder weiß, dass Animes aus Japan kommen. Das war natürlich so einer der Hauptgründe, warum Japan auch einfach und japanische Kultur so mega beliebt geworden ist bei uns. Aber in letzter Zeit, vor allem eben was die Musik angeht, es gibt ja neben K-Pop auch J-Pop, die japanische Popmusik, und die ist gar nicht so präsent, würde ich mal sagen. Wenn ihr zum Beispiel mal Spotify durchguckt oder so, sieht man immer mehr BTS vor allem im Moment. Aber so, ja, japanische Musik gar nicht so. Ich glaube nicht, dass japanische Musik irgendwie total unbeliebt geworden ist im Moment. Aber ich glaube, dass da K-Pop echt auf der Überholspur ist. Und ich habe echt im Moment den Eindruck, mehr von Leuten zu hören, dass sie sich für K-Pop interessieren als für J-Pop. Aber schreibt mir da mal eure Meinung in die Kommentare. Dann gibt es natürlich in Japan J-Drama, also die japanischen Dramaserien, und in Korea gibt es K-Drama, koreanische Dramaserien. Und ich glaube, dass da ja auch koreanische Dramen im Moment anfangen beliebter zu werden. Japanische Dramen natürlich auch immer noch sehr beliebt. Schreibt mir da auch mal in die Kommentare, ob ihr euch dafür interessiert. Aber was Zeichentrick angeht, also eben Animes, da gibt es einfach keinen koreanischen Ersatz. Natürlich gibt es auch koreanische, ja, keine Ahnung, Zeichentrickserien, aber nichts hält da einfach mit japanischen Animes mit, meiner Meinung nach. Das muss man halt einfach so sagen. Die Beliebtheit von japanischen Animes ist einfach unübertrefflich. Ja, also Korea immer beliebter. Mittlerweile gibt es auch von meinem Bachelorstudiengang an der Uni Duisburg-Essen die Möglichkeit, Koreanisch zu studieren. Das sage ich jetzt nicht, weil es irgendwie Werbung ist, sondern einfach, weil es mir einfach aufgefallen ist, so im Zuge dieser koreanischen Welle wurde einfach in unserer Universität auch, ja, jetzt die Möglichkeit eingerichtet, Koreanisch zu lernen und nicht mehr nur Chinesisch und Japanisch. Das fällt halt auch auf, weil einfach die Wichtigkeit von Korea nicht mehr zu unterschätzen ist. Wenn man von Ostasien spricht, spricht man nicht mehr nur von Japan und China, sondern eben auch von Korea. Natürlich wird Korea auch wirtschaftlich bedeutender, aber Korea gehört halt eben auch zu der Top 10 an Ländern, die halt am meisten an kulturellen Gütern exportieren. Das heißt einfach so, dieses ganze Kulturelle kommt sehr viel in anderen Ländern an im Moment, was man halt bei Korea, finde ich, vor allem natürlich an der Musik merkt. Und jetzt wollte ich euch einfach mal noch in ein paar verschiedenen Themenbereichen erzählen, was ich so denke, wo Japan und Korea sich ähnlich sind und wo die sich unterscheiden. Und zwar fangen wir einfach mal mit dem Essen an. Gemeinsamkeiten sind natürlich, dass man sehr, sehr viel Reis isst, sehr viel Fisch, aber unterschiedlich ist vor allem die Schärfe des Essens. Nämlich essen Koreaner ganz schön viel scharfes Essen. Die benutzen ganz viel Chili, auch ganz viel Knoblauch, was ich sehr sympathisch finde. Ja, aber vor allem halt dieses ganz extrem scharfe ist in Korea sehr beliebt. Also ich habe mal gehört, dass es auch Koreaner gibt, die überhaupt kein scharfes Essen essen können. Und es gibt auch nicht scharfes Essen in Korea, aber es gibt schon sehr, sehr viele scharfe Soßen und so weiter. Viel, viel mehr als in Japan. Also die Japaner sind eher so wie die Deutschen, dass sie so gut wie gar nicht scharf essen können.
Genau, viel Chili, viel Knoblauch. Dann die typische koreanische Beilage, von der wahrscheinlich jeder von euch schon mal gehört hat, ist Kimchi. Dieser eingelegte Kohl kann auch sehr scharf sein, muss er aber nicht. Da gibt es natürlich auch verschiedene Versionen dann von. Dann ist in Korea Streetfood ein bisschen beliebter als in Japan, habe ich das Gefühl. Klar, in Japan findet man auch Streetfood, aber so vor allem in Seoul ist halt echt so, ja, so eine ganz krasse Meile von ganz vielen Streetfood-Ständen, die man aber auch wirklich essen kann, ohne sich Sorgen zu machen, finde ich. Also ich habe da definitiv schon Sachen gegessen, ohne danach irgendwie Bauchschmerzen zu kriegen oder sowas. Ja, wie gesagt, es gibt auch ähnliche Sachen wie halt Ramen oder Sushi, aber von Ramen gibt es natürlich dann auch sehr scharfe Versionen. Dann, was ich auch sehr lecker finde, ist Tteokbokki. Ist auch nicht jedermanns Sache, weil es auch sehr scharf sein kann. Das sind halt so, ja, gebratene Reiskuchen. Also wahrscheinlich kennt ihr die japanischen Mochi. Es ist so ein bisschen, also grundsätzlich das Gleiche, also diese halt Reiskuchen. Aber in Japan isst man das halt einfach nicht scharf, sondern auch oft süß. Bestimmt gibt es in Korea auch eine süße Version davon. Aber ja, die Tteokbokki isst man halt einfach in sehr scharfer Soße. Finde ich persönlich aber lecker. Solltet ihr mal probiert haben. Dann auch ein typisch koreanisches Gericht, was wahrscheinlich auch viele von euch kennen, ist Bibimbap. Das ist halt so ein Reisgericht mit ganz viel Gemüse, gibt es aber auch oft noch eine scharfe Soße dazu, muss aber nicht. Das bezeichnen die Koreaner so ein bisschen als Resteessen. Also da kann man wirklich alles Mögliche an Gemüse sozusagen draufhauen auf den Reis. Und oft wird das halt in so einer ganz heißen Steinschale serviert und muss man definitiv auch mal probiert haben. Ich kenne mich jetzt auch nicht so gut aus, also ich war halt wie gesagt nur eine Woche in Korea. Ich habe ein bisschen Ahnung davon, was koreanisches Essen so ist, aber vielleicht gibt es auch noch totale Korea-Experten unter euch. Deswegen, wenn ihr noch Empfehlungen habt, was koreanisches Essen angeht, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare. Dann die Trinkkultur kann man so ein bisschen mit der japanischen vergleichen. Es gibt in Korea nicht ganz so viel All-You-Can-Drink wie in japanischen Bars. Das hängt aber auch damit zusammen, dass es in Korea einfach günstiger ist. Also so die einzelnen Getränke in Bars sind einfach günstiger. In Korea das Nationalgetränk an Alkohol ist Soju. Das ist so ein bisschen die koreanische Version von Sake, würde ich mal sagen. Und dann gibt es noch Makgeolli. Das ist eher so ein süßlicheres Getränk, was auch aus Reis hergestellt wird. Aber fragt mich gerade nicht, was genau das ist. Aber ja, ist halt auch ein typisch koreanischer Alkohol, eher süßlich. Sollte man auch mal probiert haben. Ansonsten, genau, was Nachtleben angeht, ist es meiner Meinung nach ähnlich wie in Japan, dass man halt nicht so wie bei uns oft so, keine Ahnung, zu Hause irgendwo bei Freunden trinkt oder so, sondern sich halt eher in Bars trifft und da zusammen trinkt und dann irgendwie nachher die Rechnung geteilt wird und nicht wie in Deutschland, dass jeder für sich selber zahlt und so. Das ist meiner Meinung nach sehr ähnlich wie in Japan. Ja, ich weiß auch nicht, warum ich jetzt das Thema Essen und Trinken als erstes genannt habe, aber vielleicht, weil ich einfach verfressen bin. Um mal so ein bisschen auf die Menschen einzugehen. Koreaner und Japaner sind mit Sicherheit nicht gleich. Es gibt bestimmt auch ähnliche Charakterzüge, zum Beispiel so dieses, diese Gruppenzugehörigkeit und nicht dieses ganz individualistische Denken. Das ist halt, aber das ist auch einfach in vielen Ländern Asiens so. Das ist halt sowohl in Korea als auch in Japan so, dass man halt sehr viel Wert aufs Gruppengefühl legt. Dann, ja, die Frauen. Ich finde, dass in Japan dieser Kawaii-Hype ein bisschen krasser ist als in Korea. Also es gibt mit Sicherheit auch ein koreanisches Wort für Kawaii. Aber wisst ihr, was ich meine? Klar, in Korea findet man auch viele niedliche und lustige Sachen so. Aber ich finde, dass in Japan dieser Kawaii-Hype, vor allem auch was Klamotten angeht und so, extremer ist als in Korea. Dann, Korea ist auch sehr beliebt für Make-up-Marken. Die koreanischen Frauen lieben Make-up und in Korea kann man echt gut Make-up shoppen. Aber in Korea ist halt auch sehr, sehr dieses Schönheitsideal, so hell zu sein wie möglich. Deswegen ist da viel auch in Make-up-Aufheller drin. Da muss man ein bisschen aufpassen. Also die Koreanerinnen stehen halt sehr oft auf ja, sehr helles Gesicht. Und dann sieht man halt oft roten Lippenstift, also sehr so dieses helle Schminken. Und dann halt aber mit einem sehr auffälligen Lippenstift irgendwie sieht man oft in Korea so, was jetzt Fashion irgendwie angeht. Ja, ich mixe gerade halt so ein bisschen Fashion und deren Persönlichkeit ist ein bisschen komisch, aber egal. Ich sage einfach alles, was mir so einfällt. Generell sagt man übrigens, dass Koreaner von der Körpergröße ein bisschen größer sind als Japaner. Ich finde, das stimmt auch, vor allem was die Männer angeht. Dann, was noch ein Unterschied ist, dass in Korea halt noch Wehrdienst herrscht. Also alle Männer müssen auf jeden Fall ja, diesen Wehrdienst absolviert haben. Das ist auch noch ein großer Unterschied zu Japanern. Ich denke mal, das prägt natürlich auch viel die
Persönlichkeit auch von den Koreanern. Und ich hatte auch so ein bisschen den Eindruck, dass Koreaner ein bisschen offener sind. Das kann man jetzt natürlich auch wieder überhaupt nicht verallgemeinern. Aber so allgemein hatte ich halt den Eindruck, dass Koreaner nicht so, also dass es einfach viel mehr schüchterne Japaner noch gibt als Koreaner. Und dass die Frauen sich auch so ein bisschen mehr durchzusetzen wissen. Aber vielleicht ist es auch einfach nur mein persönlicher Eindruck. Aber hatte ich einfach bis jetzt immer so ein bisschen den Eindruck, wenn ich halt ja, Koreaner und Japaner vergleiche. Aber da schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, was ihr denkt. Was ältere Leute angeht, ist immer noch spürbar, dass die älteren Koreaner nicht so gut auf Japaner zu sprechen sind, was einfach an der Kolonialzeit liegt. Also Japan hat ja Korea damals so ungefähr ab 1905 bis nach dem Zweiten Weltkrieg extrem kolonialisiert. Den Koreanern wurde dann richtig ihre eigene Kultur verboten, die mussten Japanisch lernen und so weiter und so fort. Ich will jetzt auch gar keinen Vortrag über die Kolonialzeit halten, das müsst ihr selber mal googeln. Aber das ist halt so mit einer der Gründe, warum vor allem die älteren Generationen nicht so gut irgendwie auf sich zu sprechen sind. Und ich habe das tatsächlich, da kann ich euch sogar ein Beispiel für nennen. Wir hatten in Japan mal einen Yukata Day an der Uni und wo wir dann halt alle diese traditionelle japanische Kleidung angezogen haben, den Yukata halt. Und ich hatte einen koreanischen Klassenkameraden, der hat uns gesagt, wir sollen bitte keine Fotos auf Facebook oder so posten, bevor seine Eltern das sehen, weil seine Eltern das überhaupt nicht gut fänden, ihn in traditionell japanischer Kleidung zu sehen. Dann was die Höflichkeit angeht, die Koreaner haben auch eben ihre krasse Höflichkeitssprache, so wie in Japanisch halt das Keigo. Es gibt genau wie in Japan das Senpai-Kohai-System sozusagen, also dass man halt vor allem die Älteren, auch an der Uni die älteren Studenten immer mit so einem bestimmten Wort in Japan als Senpai anspricht, ne? Einfach diese extreme Hierarchie so von Jüngeren zu Älteren, dass man halt Respekt vor den Älteren hat. Und ich habe auch mal gehört, dass das mit der Höflichkeit und diesem ganzen Respekt noch ein bisschen strenger in Korea ist als in Japan. Da ich allerdings kein Koreanisch kann, kann ich euch da nicht so viel persönliche Erfahrungen zu erzählen. Allerdings habe ich halt gehört, dass es teilweise noch krasser sein soll als in Japan. Allerdings ist es auch wieder so, dass halt vor allem, wenn man jetzt irgendwie trinken geht oder essen geht oder so, dass die Älteren entweder ganz zahlen oder einen Teil davon. Das ist genau wie in Japan, dass einfach die, die mehr Geld haben, dann halt die anderen einladen. Was Religion angeht, wissen wahrscheinlich auch viele von euch, dass Japan sozusagen eine eigene Religion hat, und zwar den Shintoismus. Natürlich gibt es in Japan auch andere Religionen, wie zum Beispiel Buddhismus und Christentum, aber Japan hat halt eben auch die eigene Religion. Währenddessen hat Korea sowas, soweit ich weiß, nicht. Die meisten Koreaner sind entweder Buddhisten oder Protestanten, also ist auch die christliche Religion in Korea sehr groß. Es gibt auch Katholiken in Korea und mit Sicherheit auch noch andere Religionen, aber das sind halt so die größten. Und dann zum Schluss noch ganz kurz, da wollte ich euch fragen, ob ihr vielleicht auch ein eigenes Video dazu haben wollt. Tokyo vs. Seoul. Zwei riesige Städte, beide haben knapp 10 Millionen Einwohner. Großraum Tokio natürlich noch mehr, ich glaube so fast 40 Millionen Einwohner. Aber wenn man jetzt mal nur Tokio im engeren Sinne betrachtet, dann genau, halt auch um die 10 Millionen Einwohner, halt ähnlich wie Seoul. Generell, genau, Seoul ist halt ein bisschen günstiger als Tokio, das ist mir halt schon echt aufgefallen. Beides halt sehr interessant für Touristen, es gibt sehr, sehr viel zu tun. In Tokio habe ich allerdings das Gefühl, dass man auch nach 2 Wochen immer noch total viel nicht gesehen hat, während wir in Seoul halt nach einer Woche so langsam gesagt haben, okay, so langsam ist gut, wir wissen jetzt auch nicht mehr, was wir machen sollen. Aber vielleicht habe ich mir das, aber vielleicht wusste ich auch einfach noch nicht genug über Seoul. Und vielleicht gibt es noch ganz viele Insider-Tipps oder so und Orte, die ich überhaupt noch nicht gesehen habe. Allerdings hatte ich persönlich so ein bisschen den Eindruck, dass man in Tokio noch ein bisschen mehr zu sehen hat. Allerdings, ja, beides echt super riesige, coole Städte, sehr interessant für Touristen. Man kann sehr, sehr viel machen und ja, da wollte ich euch dann aber halt fragen, ob ihr ein eigenes Video mal zu dem Thema haben wollt. Genau, das sind so meine Eindrücke und ich bin natürlich mehr der Japan-Experte jetzt als der Korea-Experte, aber vielleicht kann ich dadurch eben auch einigermaßen vergleichen. Wie gesagt, schreibt mir alles gerne in die Kommentare, was euch so zu dem Thema einfällt. Ich wollte damit natürlich in keinster Weise irgendwas verallgemeinern. Wie gesagt, das ist alles so meine persönliche Auffassung davon und mich würde halt interessieren,
was ihr so denkt oder vielleicht sagt ihr bei manchen Punkten, nee, Katrin, das finde ich überhaupt nicht so, das ist so und so oder vielleicht fallen euch noch weitere Unterschiede oder Gemeinsamkeiten ein, dann schreibt mir das wie immer sehr, sehr gerne in die Kommentare und falls ihr noch weitere Videos zum Thema Südkorea sehen wollt, schreibt mir das auch gerne in die Kommentare und natürlich weitere Videowünsche. Ich habe schon länger nicht mehr so viele Videowünsche von euch bekommen, deswegen würde ich mich sehr, 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 sehr freuen, wenn ihr mir mal wieder so ein paar Ideen und Anregungen gibt. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne restliche Woche und bis dann!